Wir Frauen haben es ja gar nicht so einfach im Leben. Ob mit Kleidern, ob mit dem Essen. Es kann ja manchmal so an den Rand der Verzweiflung bringen, beziehungsweise katastrophal. Wisst ihr doch all, gell? Doch hört zu, denn jetzt kommt's. Und es geht weiter mit Gequassel aus Kassel und Komik ohne Komma. Ganz herzlichen Dank für eure Einladung. Ich freue mich. Ach du liebe Zeit, was sind das viele Menschen hier. Das geht ja noch da hinten weiter. 7000 Menschen. Oh mein Gott. Kinder, ich bin das doch gar nicht mehr gewohnt. Nein, denn ich bin solo. Und ich bin auf der Suche nach meinem zukünftigen Ex. Ja, ich habe neulich eine Annonce aufgegeben. Suche schon wieder Mann fürs Leben. Hör mal, ich hatte über 100 Zuschriften. Wisst ihr, was drin stand? Nehmen Sie doch meinen. Hör mal, war das eventuell jemand von euch, der da geantwortet hat? Es würde mich doch mal interessieren, wer von euch schönen Frauen ist denn nicht verheiratet? Darf ich mal die Hände sehen, bitte? Guck mal hier. Hör mal, sehr vorbildlich. Ich muss euch loben, denn ich sage immer, auf der Suche zum Richtigen kann man sehr viel Spaß mit den Falschen haben. Ja. Und eins kann ich euch verraten, ich war schon sehr häufig verlobt, sehr häufig verlobt. Ich habe mir neulich aus meinen Verlobungsringen Schneeketten für mein Auto machen lassen. Ja. Ja, man kann es kaum glauben, ja. Und aus dem Rest wurden alle Kettenhemden für die Bad Hersfelder Festspiele gefertigt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, danach waren kaum noch welche übrig. Ja, also meine Freundin, die Inge, die sagt immer, Lilly, Vorsicht! Die Ehe ist der Austausch der Ringe an den Fingern in Erwartung der Ringe unter den Augen. Aber heute Abend sehe ich ja hier in Oberoden nur fröhliche Augen, gut gelaunte Menschen. Man spricht ja immer so viel von der unglaublich guten Stimmung hier in Rödermark. Kann ich das noch einmal kurz hören? Ach du liebe Zeit. Ich muss euch mal eins gucken, ich kriege Gänsehaut wie Erbse, kannst du das erkennen? Hör mal, das ist ja fantastisch. Also diese Stimmung, die geht mir ja durch Röder, Mark und Bein. Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich lade euch alle mal zu mir nach Kassel ein, in mein kleines Restaurant, in die Gulaschkanone. Ja. Kinder, ich habe mich doch schon so auf euch gefreut. Ich war letzte Woche extra noch mal in der Kasseler Innenstadt, um mir für heute Abend was Nettes zum Anziehen zu kaufen. Und damit es was ganz Modernes, jugendlich Frisches wird, war ich extra noch mal bei H&M. Kennt ihr alle Hager und Mager? Ja, Größe 36 ist da pro Kollektion höchstens einmal da. Das ist da bereits Übergröße. Auf dem Weg zur Kasse habe ich schon mal gleich drei Wühltische umgerissen.
Dann habe ich mich erstmal ganz entspannt auf einen Stuhl gesetzt, tief geatmet und habe mir etwas die Schaufensterpuppen angeschaut, bis ich gemerkt habe, das sind ja gar keine Puppen. Das ist ja schon das Personal. Wie denn? Die sollen später mal meine Rente tragen? Ach, die brechen ja schon zusammen, wenn sie ihr eigenes Portemonnaie tragen sollen. Oder verhungern vorher beim Downloaden eines Klingeltones. Ja, es ist wahr. Ja, ich meine, gut, günstig ist das ja bei H&M. Ich habe etwas entdeckt für 1,99 eine Migränebrille aus roter Spitze. Hör mal, die hat genau auf meine Augen gepasst. Ich war so glücklich. War aber keine Migränebrille, sondern ein Wonderbra für Zwölfjährige. Ja, sofort ein Musical machen mit euch. Ich bin begeistert. Also ich sage nur eins, Wonderbra, wo sonst nichts ist, ist jetzt was da. Dann habe ich Pulswärmer entdeckt mit kleinen Strassintarsien drauf. Ja? Plötzlich sagt die Verkäuferin, was heißt Verkäuferin? Also ich sage mal eine nur zufällig Verkaufende, ansonsten als Model-Tätige, höchstens 42 Kilogramm schwere Jessica. Das sind keine Pulswärmer. Das sind schon die Schlauchkleider für den Sommer. Soll ich denn vielleicht mal eine Durchsage machen? Weil Sie haben doch bestimmt Ihre Enkelin verloren. Wenn Sie was für sich zum Anziehen suchen, müssen Sie gegenübergehen zu Ulla Popcorn. Hör mal, da habe ich das kleine Jessica mal an ihrem kleinen Handgelenk genommen und habe es mal hinter einen 9-Euro-Blusenstand gezogen, wo man uns nicht sehen und nicht hören kann, und habe dann in das kleine, gepierste Öhrchen gehaucht. Jetzt pass mal auf, mein liebes Kind. Du setzt jetzt sofort dein Knochenwindspiel in Gang. Und holst mir 3 Oberteile in meiner Größe. Ansonsten kaufe ich etwas von Harald Glöckler von Pompös. Und du, mein liebes Kind, landest dann in meinem Weight Watchers Punktekalender als Lesezeichen. Was meinst du, was es Jessica gesprungen ist? Ungefähr so wie Georgina in Australien bei ihrer Dschungelprüfung.
Und da habe ich schon gedacht, Lilly, ist Jessica, siehst du bestimmt nicht mehr wieder. Denkst du, im Nu eilten drei in Jeans gekleidete Salzstangen zu mir? Die konnte man nur an den verschiedenen Positionen ihrer Piercings unterscheiden. Und wir haben es dann wahrhaftig zur viert geschafft, mich in ein einkaufsnetzartiges Oberteil Größe 36 zu bekommen. 36! Und es ging sogar zu. Hör mal, ich bitte euch. Ich in meinem Alter. Ich, die zu Fleisch gewordene Punika-Oase. Lasse mich doch in meinem Alter nicht mehr in ein Zitronennetz einsperren. Ich hatte hier vorne, kann man es erkennen, hier vorne, wo es so ein bisschen rausguckt, in diesem Bereich hatte ich von der Häkelbluse drei Tage ein Pommes frites Muster auf dem Bauch. Ich meine, wir sind ja heute Abend unter uns, das bleibt ja unter uns. Ich möchte mal so sagen, das Einzige, ihr sagt auch nichts, ist in Ordnung. Das einzige Modelabel, was mir bei H&M gepasst hat, das war die Umkleidekabine. Dankeschön! Schönes, oder? Wenn ich mal sage, oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, so was hat man lang nicht gesehen.